Willkommen in der Technik-Video-Welt. Einige von euch, die den Kanal aufmerksam verfolgen, werden mitgekriegt haben, dass unser iOS-Spezialist Alpa zurzeit krank ist. Und das gibt mir die Möglichkeit, mich einmal intensiv mit iPhone und generell mit den Apple-Produkten zu beschäftigen. Dadurch bin ich hier drauf gestoßen, und zwar auf die Watch 6. Und ich freue mich tierisch, euch in diesem Video zeigen zu können, was euch alles erwartet, wenn ihr euch die Watch 6 kauft. Viel Spaß! Willkommen in der Technik-Video-Welt. Mein Name ist André und ich freue mich tierisch, heute mit euch eine Apple Watch 6 auszupacken. Ich persönlich habe in meinem Leben noch nie ein Accessoire für ein Handy ausgepackt, abgesehen von meinem Ladekabel, da ich persönlich gar nicht auf Accessoires stehe, beziehungsweise auch nicht auf Uhren, Ohrringe und so weiter und so fort. Deswegen ist das für mich heute ebenfalls eine Premiere. Und ja, deswegen wollen wir uns mal angucken. Also das Paket sieht schon mal sehr edel aus. Also hier auch dieses Apple Watch ist auf jeden Fall perforiert. Also man merkt es auch, wenn man rüber geht. Und nun wollen wir uns mal die Hülle angucken, ob die uns jetzt schon mal sagen, was wir hier alles drin haben. Also es gibt nur auf der Unterseite etwas. Und jetzt sehen wir hier schon mal, dass das eine Watch Series 6 ist in Space Gray Aluminium Case, also sprich in grau gebürsteten Aluminium. Und dann hier noch irgendwas. Nee, eigentlich nicht. Was ich interessant finde, da Apple ja immer darauf baut, jedenfalls in Amerika, designt bei Apple in California, zusammengebaut in China. fand ich jetzt mal witzig. Dann sehen wir hier noch Apple Watch 44 mm weißes Sportarmband. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was drin ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Also ich habe jetzt schon öfters eine Apple Watch gesehen bei Alpa am Arm. Aber mehr als die Uhrzeit angezeigt hat das jetzt auch nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt, sowas zu holen. Aber ich bin auch kein Apple-Nutzer. Von daher lasse ich mich jetzt mal überraschen. Das Design ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool gemacht, dass man das einfach so abziehen kann. Jetzt habe ich natürlich das Problem durch die Handschuhe, dass ich das nicht richtig abkriege. Aber ist kein Problem, ich habe meinen besten Freund dabei, und zwar die Schere beim Unboxing. Deswegen nehmen wir sie jetzt hier einfach mal, gehen hier drunter, los. Na, los, geht doch, los, danke. So, schneiden das einmal hier noch an der Seite auf. Und jetzt können wir uns um den Inhalt kümmern. Also wie gesagt, die Verpackung sieht echt edel aus. Und jetzt bin ich irritiert, was ist das hier unten? Muss ich das hier unten aufmachen, oder? Hä? Ah, das ist ja mal Technik. Also, falls ihr das habt und genauso irritiert geguckt habt wie ich, einfach hochziehen und das war's. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und nun, wow, das sieht ja echt edel aus, ne? Also, ich nehme mal die Watch kurz beiseite. Ah, die Verpackung finde ich schon echt cool. Das sind wahrscheinlich auch gleich so Varianten, um einen zu triggern, wie man seine Watch gestalten könnte. Hier hätten wir Kobaltblau. Hier hätten wir Goldrosa, so wie es aussieht, oder beziehungsweise Gold mit Rosé. Hier hätten wir Kupfer mit Silber. Was haben wir denn noch hier alles? Orange mit gebürstetem Grau wahrscheinlich. Dunkelbraun mit Goldschwarz. Ja, sind jetzt keine Kombinationen, die herausstechen, würde ich sagen. Aber dass man seine Apple Watch personalisieren kann, ist natürlich richtig cool. Und jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben hier nämlich noch zwei Packungen, die übereinander liegen. Das eine scheint die Uhr zu sein, das hier, und das hier die Armbänder. Deswegen will ich jetzt erstmal zu den Armbändern gehen, um mir die anzugucken. Also falls ihr zur Uhr wollt, einfach gleich skippen. Und ja, dann wollen wir uns mal die Verpackung angucken. Also hier sind definitiv die zwei Armbänder drin, die wir brauchen. Und auf der Rückseite sehen wir jetzt hier nochmal Apple Watch, Sportband, Fitnessband und so weiter und so fort in verschiedenen Sprachen. Und ja, dann wollen wir jetzt einmal aufmachen. Dafür brauche ich wieder die Schere, weil das hier verklebt ist an der Seite. Und ich sehe, dass hier ein Pfeil ist. Ein ganz kleiner. Das macht es natürlich noch einfacher. Also das muss man Apple wirklich lassen, was die Verpackung angeht. Die machen sich da wirklich Gedanken drüber, dass es für den Endverbraucher so einfach wie möglich ist. Und das kann man bei vielen Android-Herstellern leider nicht sagen. Allerdings, ja, das eine schließt das andere halt nun mal aus. Und
Dafür haben wir Android-Nutzer natürlich andere Vorteile. So, jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Was ist das? Ach, Anleitungen und Informationen zur Sicherheit. Aha, okay. Dann wollen wir mal gucken, wo wir uns verletzen könnten an den Armbändern. Also, mittlerweile, ich muss gestehen, die Verpackung finde ich echt super, aber mittlerweile ist mir das echt zu viel Verpackungsmaterial. Wir haben die Hülle, dann haben wir die Hülle von der Hülle, jetzt haben wir hier noch eine Hülle, dann haben wir hier das Zeug, jetzt haben wir damit noch eine Hülle. Also ist zwar gut gemeint, aber man kann es auch übertreiben. So, dann wollen wir mal gucken, das sieht echt cool aus. Also es scheinen verschiedene Armbandgrößen zu geben. Ich zeige euch das mal. Hier ist Medium und Large und hier ist Small und Medium. Und dann ist hier oben noch eine Gebrauchsanweisung drin, wie man die Bänder verbindet. Schiebe das Armband zum Befestigen nach innen, bis ein Klicken zu hören ist. Dann hier Plan 2. Plan 2 gibt es gar nicht auf Deutsch. So wie es aussieht. Doch, da, das dritte. Passe das Armband für eine optimale Leistung so an, dass es eng am Handgelenk liegt. Und die Nummer 3, drücke zum Entfernen des Armbandes die Entriegelungstaste und schiebe es heraus. Sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Wir wollen uns aber jetzt auch mal die Uhr angucken. Würde euch das interessieren, wenn wir die Apple Watch in Betrieb nehmen? Sagt uns das mal bitte. Dann würde ich nämlich euch mal zeigen, wie man die in Betrieb nimmt. Dann packen wir das mal kurz beiseite. Und nun kommen wir zu noch mehr Karton. Und ich habe das Gefühl, im Karton wird noch mehr Karton sein. Deswegen gucken wir mal uns die an, die Hülle. Und wir sehen, Apple hat uns hier zwei kleine Laschen gemacht mit einem Pfeil drauf, die wir einfach so umknicken können. Ihr seht selbst, das funktioniert gut mit Handschuhen. Wir haben sie abgezogen. Es sind wirklich nur Klebestreifen. Und damit ist unsere Uhr auch freigelegt anscheinend. Und nun müssen wir sie nur noch rauskriegen. Und dafür packen wir an der Seite und ziehen einfach nur den Deckel hoch. Und ja, so, dann wollen wir mal gucken. Ich sehe gerade, das ist falsch rum. So, dann haben wir hier noch irgendwas. Also hier ist auf jeden Fall die Apple Watch und dann steht hier Design by Apple in California nochmal. Und jetzt holen wir mal die Uhr raus. So, haben wir es gemacht, fast wie bei Schokolade im Kalender. Und ja, hier stehen nochmal 44 mm zur Sicherheit, dass das auch die richtige Größe ist. Und oh, ist das schwer da rauszukriegen. Heiliger. So, das ist die Apple Watch. Ja, ich muss gestehen, ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber hier haben wir jetzt zum Beispiel die ganzen Messgeräte, die Apple Watch neu hat. Wie zum Beispiel, was war das? Sauerstoffgehalt, Blutdruck und so weiter und so fort. Also ist schon cool, was technisch hier drin steckt. Aber es fühlt sich, ich packe das mal mit auf den Arm. Also ich muss sagen, mir persönlich wäre das Gewicht zum Tragen zu leicht auf Dauer. Also, weiß nicht, vielleicht ändert sich das nochmal mit dem Armband oder ähnliches. Vom Aussehen finde ich jetzt nicht so spektakulär, muss ich gestehen. Aber gut, jedem das seine. Ich muss sagen, das Grau finde ich cool. Also es gibt ja immer dieses Stahlgrau, Mattgrau, das ist immer doof. Das hier ist jetzt mal so ein gebürstetes Grau und das sieht echt schick aus, muss ich sagen. Aber da ist schon ein kleiner Kratzer drauf, das ist natürlich ärgerlich. Hier auch. Hier ist jetzt die Frage, ob das von mir kommt oder vom Hersteller. Wir packen sie auf jeden Fall erstmal wieder zurück und wollen mal gucken, was uns denn... Huch, seht ihr, selbst beim Zurückpacken kann man Fehler machen. Komm raus da. So. Weil mir ist gerade hier der Pinorkel da hängen geblieben. So, dann gehst du einmal bitte zurück. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Das wird dann wahrscheinlich die Gebrauchsanweisung sein. Ja, das ist die Gebrauchsanweisung. Und eine Apple-Garantiekarte hinten, so wie es aussieht. Dann gucken wir mal. Also hier haben wir so eine Art Sprach. Gebrauchsanweisung in zwei verschiedenen Sprachen.
so wie es aussieht, einmal in Französisch, einmal in Deutsch. Und der Rest der Sprachen wurde hier abgebildet. Ja, und hier haben wir anscheinend nochmal eine Garantiekarte mit drin. Ganz hinten als letzte Seite. Und dann packen wir das auch mal wieder rein, damit wir auch alles wiederfinden. So. So. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege mit meinen klobigen Fingern. Ja, perfekt. So. Jetzt ist das auch schon mal wieder drin. Und jetzt haben wir hier nur noch das logische Ende. Und zwar das Ladekabel. Und das wollen wir dann mal. Ich denke mal, das brauchen wir jetzt nicht rausholen. Obwohl, ich denke mal, das ist wahrscheinlich interessant für euch, ob das jetzt USB oder Lightning ist. Mal gucken, wie ich das jetzt hier rauskriege, weil irgendwie fühlt sich das falsch an. So, nee. So, okay. Dann gucken wir mal. USB auf. Was ist das denn? Ja, Leute, ich muss das jetzt hier mal rausholen. Ich hatte gehofft, ich kann damit. Okay, jetzt bin ich irritiert. Ich habe mit einem USB-Anschluss gerechnet. Moment. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich die Uhr. Und dann wird das wahrscheinlich ein magnetisches, also wie Induktion. Ha! Hahaha, Leute, das ist ja mal feixig. Das ist jetzt im Endeffekt wie Induktionsladen. Und hier hinten, die beiden Enden sind magnetisch und ihr hört das jetzt. Tadam! Und so könntet ihr eure Smartwatch dann auch noch laden. Ziemlich cool. Und ja, das war es dann leider schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, einen Kommentar, abonniert den Kanal. Kennt ihr jemanden, für den das Video interessant ist, dann schickt ihm das doch einfach per Messenger, per WhatsApp, per Facebook oder was ihr sonst auch immer nutzt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.